Servus beieinander. Ich hab's euch angedroht. Gelegentlich gibt es wieder mal einen Videoblog. Jetzt gibt es einen neuen. Um was geht's heute? Ist eigentlich ein Bewerbungsblog. Genau. Ich habe gesehen oder ich habe gelesen, seit gestern ist recht eine gut dotierte Stelle verfügbar, die ich ausfüllen könnte. Ich tue also die ganzen Ansprüche, die an die Stelle gesetzt sind, erfüllen. In dem Fall bin ich über 40, ich bin Deutscher, seit Geburt in der, was weiß ich, wievielten Generation. Ich habe sogar Zusatzqualifikationen. Ich spreche Deutsch, Bayerisch, Englisch. Also ich könnte mich auch mit Leuten auf Englisch unterhalten. Und ja, was gibt's sonst noch? Weiß nicht. Ihr wisst wahrscheinlich, von was ich rede, oder? Bundespräsident. Genau, richtig. Als Bundespräsident. Da möchte ich mich jetzt bewerben. Ja, ich erfülle alle Ansprüche und ich brauche jetzt auch nicht ein Haus bauen lassen. Ich hätte auch keine Freunde, die mir einen Privatkredit geben könnten. Wollen würden sicherlich welche. Ja, dafür sind ja Freunde da, dass man um so eine Gefallen bitten kann. Aber die haben selber nicht das Geld, um mir jetzt da einen Privatkredit zu geben. Vielleicht einmal ein Fünferlein oder ein Zehner, das ist okay. Aber jetzt halt nicht irgendwie für ein Haus. Außerdem ist ja die Bezahlung relativ gut. Also knapp 200.000 Euro im Jahr und 8.000 Euro knapp Aufwandsentschädigung. Ich habe sogar ein eigenes Fahrzeug. Zwei eigentlich. Drei. Drei. Ja. Also Auto, Motorrad. Das heißt, ich könnte also auch meine repräsentativen ja, Dienste ohne Problem wahrnehmen, ja, auch bei den heutigen Benzinpreisen wäre das möglich. Kein Problem. Das ist ein weiterer Pluspunkt, der für mich spricht. Und deshalb, also Frau Dr. Merkel, ich bitte Sie ganz herzlich, mich zu nominieren. Wie Sie schon im vorhergehenden Teil gehört haben, erfülle ich die Anforderungen und ich würde also ganz hoch und heilig versprechen, dass ich also meinen Dienst als Bundespräsident nach bestem Wissen und Gewissen für das deutsche Volk ausführen würde. Ich würde mich auch täglich rasieren lassen. Also so bin ich ja nicht. Also man muss schon Konzessionen machen. Die würde ich auch machen. Also ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag unrasiert bin. Ja. Was kann ich sonst noch? Ich kann lesen, ich kann schreiben, also ich verstehe das meiste von dem, was ich lese. Und die meisten Leute verstehen auch das, was ich schreibe. Also das wäre auch vorteilhaft, gerade wenn es um also Gesetze geht. Dann gibt es nicht so oft Ärger, wissen Sie schon, Karlsruhe, Verfassungsgericht und so weiter und so fort, weil das kann ich auch vorher dann im Endeffekt durchlesen. So. Naja, Leute, habt ihr ein wenig Probleme. Das geht jetzt nicht so ganz. Unterschreiben wir jetzt mal nicht oder hau mal Veto rein. Spart Ärger. Also, ich würde das jetzt schon mal als Pluspunkt für mich werten, für diese Stelle. Ja, ich würde mir auch, also ich würde versprechen, wenn ich jetzt dann Bundespräsident bin, nur deutsche Autos zu fahren. Ich würde auch deutsche Motorradl fahren, also kein Problem. Gibt ja eigentlich bloß so einen Hersteller, einen deutschen Hersteller, der Motorrad herstellt. Aber egal, aber Auto ist ja wichtig, ne? Weil mit dem Moped kann man ja auch nicht überall fahren. Und ich würde also gnadenlos sagen, kein ausländisches Fahrzeug, nichts importiertes, sondern nur was Deutsches ist. Man muss ja die Wirtschaft stärken, Wachstum und so weiter und so fort. So, das war jetzt mein Bewerbungsvideo auf die Stelle des deutschen Bundeskanzlers. Gut, was gibt es sonst dazu zu sagen? Es würde mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden und mir sozusagen Chance geben würden,
diesen Posten auszufüllen. Und ja, man sieht sie, ne? Servus.